an ihr Ende. In dem Stück geht es um Imelda Plaudertasche. Das ist eine Geschichtenerzählerin, die kommt immer vorbei, wenn man sie ruft. Genau, und sie hat jede Menge Geschichten auf Lager. Und uns muss sie heute quasi die Geschichte von Cinderellas Schuhen erzählen, was mit den Schuhen hinterher passierte, nachdem das Märchen dann zu Ende gegangen ist. Und ihre Schuhe entwickeln ein Eigenleben. Aber natürlich erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Ich komme sofort. Diese Schuhe hat mir Cinderella persönlich gegeben. Imelda Plaudertasche lebt in einer 2D-Welt und sie hat lauter Koffer, in denen die kleinen Bühnenbilder versteckt sind. Und sie kann mit ihren Schuhen sprechen. Und die können mit ihr sprechen. La 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 la. Die sind eingeschlafen. Sie kochte das Essen. Und sie kehrte die Stube. Und sie erreichte den Grund. Es war Frühling geworden. Und sie ging zu der Frau und sagte, dann tanzen wir jetzt.